Knowledge Graph speichert zunächst mal Informationen wie eine Datenbank. Aber anders als eine Datenbank speichert er sie als Objekte und Verknüpfungen. Eine Maschine, zum Beispiel ein Roboterarm, ist ein Objekt. Seine Komponenten sind Objekte, die sind mit der Relation ist Bestandteil von mit dem Roboterarm dann verbunden. Und diese Art Informationen zu speichern ist sehr flexibel. Und ich kann da auch alle möglichen anderen Aspekte, die mich jetzt an dieser Maschine interessieren, mit unterbringen. Also zum Beispiel, welche Funktion hat die Maschine? Sie bewegt ein Werkstück von A nach B. Wie verständigt sie sich mit anderen Maschinen? Welche Fehler können dabei auftauchen? Und diese Art, Informationen zu repräsentieren, die ist eben besonders dazu geeignet, komplexe Zusammenhänge abzubilden. Also wenn ich dieses Modell des Roboterarms mit einer bestimmten Steuerung einsetze, dann in dieser Kombination können folgende Probleme auftreten. Solche verschachtelte Informationen zu repräsentieren, da sind Knowledge Graphen besonders stark. Deswegen sprechen wir da eigentlich auch weniger von Datenbanken, sondern eher von Wissensrepräsentation. Knowledge Graphen sind für Computer und Menschen gleichermaßen verständlich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Damit sind dann für den Computer menschliche Intelligenzleistungen wie Schlussfolgern, Abstrahieren auf einmal in greifbarer Nähe. Umgekehrt kann der Mensch aber auch nachvollziehen, was der Computer da macht.